Radio Melody bei uns zu Gast an einem ganz speziellen Ort. Der Michel Joy, herzlich willkommen. Ja, Werner, ich grüße dich und erstmal danke, dass du mich an so einen schönen Ort hier geführt hast. Und wir entschuldigen uns schon mal, dass wir die Brillen aufhaben, weil ohne geht's nicht. Ohne geht's nicht. Es ist wunderschönes Wetter. Wir sind draußen, für die Radiohörer sind wir am Werdenberger See vor einer wunderschönen Kulisse mit dem Werdenberger Schloss und natürlich den Kreuzbergen, mein Zuhause natürlich. Eine wunderschöne Region. Kennst du das auch von Deutschland? Also so ein Panorama jetzt bei mir in der Umgebung nicht. Also nee, ich bin vorhin auch auf dem Weg hierher, habe ich das mal so bewusst auch wahrgenommen. Ne? Wenn du so den See siehst, so einen Riesensee und dann die Berge sich erheben, habe ich wirklich so während der Fahrt mal so ein bisschen Fotos und Filme gemacht. Also ein Träumchen ist mal was anderes als euer altes Studio. Ja, das es ja hier in Bux nicht mehr gibt. Darum sind wir draußen. Natürlich auch, dass wir genügend Abstand haben. Ja. Nicht in einem Raum drin. Das passt aber wunderbar. Wie hast du die Zeit bis jetzt so erlebt, die Corona-Zeit? Also der Anfang war natürlich so von 100 auf 0. Das war natürlich schon krass. Das war eine krasse Umstellung. Ich habe ja noch meinen Hauptjob in der Psychiatrie, meine halbe Stelle. Die Auftritte waren weggefallen in Deutschland, quasi bis gestern, also wo ich jetzt in Grenchen war. Das war so der erste Auftritt nach 3 Monaten wieder. Und also ich liebe den Job auf der Bühne, ich liebe die Musik. Trotzdem war das irgendwie so diese Zwangspause. Das war für Körper, Geist und Seele irgendwie auch mal erholsam. Also das heißt mal nicht reisen, nicht so diesen Druck, würde ich jetzt mal sagen, dich so beweisen zu müssen auf der Bühne, 150% geben, war auch mal ganz schön gewesen. Nur jetzt kann es wirklich wieder losgehen. Also jetzt können sie wieder lockern. Ich denke mir, nicht nur du, sondern alle Künstler freuen sich wieder so richtig auf der Bühne stehen, mit möglichst viel Zuschauern, was natürlich noch nicht überall möglich ist. Werner, wir waren gestern, ich glaube, 130, 140 Leute. Und die haben es gewagt, in ihrer Event Hall. Und es war, also das Herz, das ist gehüpft vor Freude. Und du hast auch gemerkt, alle Menschen, die da waren, die wollten wieder raus, die wollten wieder Spaß haben. Es war einfach geil. Es war Gänsehaut-Feeling pur. Und das nehme ich jetzt mit nach Deutschland und ich hoffe, dass es bei uns auch so langsam wieder losgeht. Und jetzt kommst du ja natürlich auch in die Schweiz mit neuen Songs, mit einem neuen Song, der ist recht gut gestartet. Ja, eines will ich dir noch sagen. Genau. Also ich bin mehr als begeistert, so wie der angelaufen ist. Und ja, also ich bin mal gespannt, wie es so weiterläuft mit dem Song. Wie arbeitest du aktuell mit welchem Team? Immer noch mit dem gleichen wie vorher? Mit Gerd Jakobs, glaube ich, auch zusammen? Genau, also ich habe immer noch auch das gleiche Schreiberteam. Das ist der Michael Murauer, also ein langjähriger Freund, der mich schon kennt. Ach, da war ich nur so ein kleiner Steppen gewesen. Und wir schreiben unsere Songs zusammen. Warum haben wir auch zusammengeschrieben? Und jetzt diesen Song auch wieder. Produzieren tun wir bei Gerd Jakobs, einsingen in Eschwege bei Michael Murauer, weil der auch ein Tonstudio hat. Dann geht das Ganze, Technik macht's möglich, nach Viersen, also so 400 Kilometer weiter weg. Und da wird das Ganze dann veredelt. Das heißt, Gerd Jakobs macht halt das Arrangement und feilt dann noch quasi so an der ganzen Sache rum. Und so funktioniert das. Wie ist es jetzt genau zu diesem Titel gekommen? Meine Titel, die wir schreiben, die sind also zum Großteil, ich kann sagen 70-80% sind die immer autobiografisch. Und auch dieser Titel handelt ja von der Jugendliebe. Du kannst dich daran erinnern, ich kann mich natürlich an meine erste Jugendliebe erinnern. Und da war halt eine gewisse Zeit, als das auch vorbei war, die vergisst man halt nicht. War trotzdem immer noch so ein Knistern, so ein Kribbeln da gewesen, dass man sich gesagt hätte, ey, mit dir würde ich es immer wieder wagen. Und davon handelt auch der Titel. Du schreibst ja nicht nur für dich, sondern auch für andere. Zum Beispiel, jetzt gerade rausgekommen, ein neuer Titel von deiner Schwester. Ja, für Schwesterchen, Prinzessin heißt genau. Ihr neuer Titel. Den ja, durften wir auch wieder schreiben für sie, hat sich für entschieden gehabt. Und bin mal gespannt, wie es mit dem Titel bei ihr so weitergeht. Sind wir natürlich auch gespannt. Inzwischen ist ja, seit du das letzte Mal bei uns gewesen bist, schon wieder recht viel passiert. Du hast viele neue Leute kennengelernt, bist mit großen Stars auf der Bühne gestanden. Was waren so deine Highlights im letzten Jahr zum Beispiel?
Also im letzten Jahr war quasi so das Highlight auch der Titel Warum, also von dem ich auch mehr als überrascht gewesen bin. Da darf man dazu sagen, den hatte ich für meine Schwester, oder den hatten wir erst für meine Schwester gedacht, und sie hatte den auch eingesungen, ich hatte den eingesungen, und irgendwie hat sie nicht so dieses Feeling dafür gehabt. Und dann haben wir dann gesagt, okay, gut, dann vielleicht wem anders anbieten. Wir hatten den auch wem anders angeboten. Unter anderem Christian Leis hat mir den angeboten, der fand ihn auch toll. Und dann hat Gerd Jacobs, mein Produzent, gesagt, Michel, den kann ich mir auch mit dir vorstellen. Sag ich, ach, ja, ich weiß nicht, obwohl er ja von uns geschrieben ist, auch autobiografisch quasi. Naja, und so hat sich das dann ergeben, dass ich den Song dann gemacht habe, und bis jetzt so radiomäßig, Airplay-mäßig ist das mein größter Erfolg bis jetzt, so singlemäßig. Sieht es dann so aus, dass bald wieder mal etwas, ein neues Album kommt, ein neuer Song, ein neues Album auch? Ja, weißt du, das ist so eine Sache. Der Gerd Jacobs und ich, wir haben natürlich auch schon öfter mal darüber geredet. Nur so gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo natürlich auch viele Sachen wegfallen. Das heißt, so Center-Promotion-Touren, die bei sowas auch ganz, ganz wichtig wären. Genau. Ist halt so in meinem Stadium, sind wir doch mal ganz ehrlich, so ein Album kostet einen Haufen Geld. Ja, und das kostet einen Haufen Geld, einen Haufen Zeit. Und ob wir das dann so wieder reinholen würden, so in dem Stadium, wo ich jetzt bin. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal darauf fixiert, dass wir so 2-3 schöne Singles im Jahr machen, die auch gut laufen, womit ich dann auch zufrieden bin. Und das ist jetzt erstmal so unser Werdegang. Wie zufrieden? Du arbeitest ja noch 50% in der Psychiatrie. Wie geht das auf? Tja, die letzten 2 Jahre war es wirklich hart gewesen. War es so am Limit. Das heißt, immer vom Nachtdienst raus, kurze Zeit später wieder in anderen Rhythmus zu den Auftritten hin. Das hat dann schon wirklich geschlaucht. Nur kann ich jetzt sagen, bin ich Gott sei Dank in der Lage, seitdem Corona und alles so runtergefahren wurde, dass ich das durchgezogen habe, weil ich bin so tiefenentspannt, so lang war ich lang nicht mehr gewesen, weil ich habe nicht diese finanziellen Ängste, die vielleicht andere Kollegen haben. Ich kann meine Miete bezahlen, krankenversichert, ich kann mein Essen bezahlen, ich habe da jetzt nicht irgendwelchen Druck. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich da immer trotzdem dran geblieben bin, das beibehalten habe. Und auch meine Mutter hat immer gesagt, Junge, versuch es bitte so lange wie möglich zu machen, weil du weißt nie, gerade auch der Musik, ne? Du kennst es ja selber, es kann hochgehen, ganz schnell wieder abschmieren, und hat man trotzdem immer noch ein Standbein. Ja. Konntest du, Michael von der Heide ist ja Krankenpflege, der hat dann einfach sein Pensum aufgestockt. Hättest du das auch können? Oder ja, hast du das gemacht sogar? Das hätte ich auch können, von der halben Stelle. Ich bin natürlich so, dass ich von den Auftritten, die ich hatte, habe ich mir immer so ein bisschen was an die Seite gelegt. Und ich bin so, wie es jetzt ist, momentan bin ich wirklich zufrieden. Ich genieße auch die Freizeit, weil es kommt garantiert wieder anders, vielleicht schneller, als wir sogar denken. Und deswegen genieße ich das momentan auch ganz, 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 ganz viel, was auch so die letzte Zeit zu kurz gekommen ist, mit dem Hund einfach zu laufen. Ja. Wie schön das ist, wirklich stundenlang rauszugehen, auch bei so einem Wetter, Frühlingswetter, und einfach nur zu laufen und mal nicht mit dem ersten Gedanken Musik aufzustehen und mit dem letzten Gedanken Musik ins Bett zu gehen, sondern einfach mal frei vom Kopf her zu sein. Aber irgendwann, so könnte ich mir vorstellen, bei Märschen durch die halbe Gegend mit dem Hund oder kommen auch Ideen für Songtexte wahrscheinlich, oder? Richtig. Also wir haben, seitdem das war, haben wir wirklich viele Ideen auch festgehalten, die wir teilweise auch angeboten haben an anderen Künstlerkollegen, die auch da so in dem Pool noch mit drin sind. Vielleicht melden sie sich, würde uns sehr freuen. Wenn sie sich nicht melden, dann ist es halt so. Nur es war, der Kopf, der war halt richtig frei gewesen, und Kreativität braucht halt freien Kopf, und gerade merke ich das bei mir immer, dann sprießen die Ideen. Und wenn du dann so lang läufst und dann so Ideen kommen, das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Die Großfamilie Grabowski, da gehört ja auch dein Onkel dazu, der Gigi Anderson. Die Grabowskis. Wie arbeitet ihr zusammen? Also wir haben ja mal für ein Album, für das verfluchte Samstagnacht, haben wir zusammengearbeitet. Und dann haben sich unsere Wege getrennt dann wieder, weil er wirklich
sehr, sehr viel zu tun hatte. Dann ging es bei ihm irgendwie auch mit den Auftritten. Also der ist ja mehr unterwegs als je zuvor. Mhm. Und das mit seinen 70 Jahren. Also ich weiß nicht, wo der Junge das Pensum hernimmt. Und so reden wir halt normal miteinander. Wir haben auch, letztes Jahr haben wir auch, glaube ich, 3 oder 4 Auftritte zusammen gehabt. Das ist immer wieder ganz schön. Und vor allem, wenn wir dann auch das Abschlussliedchen Cheerio immer zusammen singen. Also das ist dann wirklich schon ganz, ganz tolles Feeling. Und so sieht man sich halt hin und wieder mal beruflich auf einer Bühne oder halt privat, wenn wir dann halt irgendwo mal essen gehen oder was weiß ich. Wenn du jetzt da herumschaust, in die Schweiz zu ziehen, wäre das eine Variante? Oh ja, also ganz im Ernst, seit letztem Jahr sind wir ja wirklich viele auftrittsmäßig hier in der Schweiz unterwegs gewesen. Dank auch Jörg Tommet, der das Ganze so mit eingetütet hat, den ein oder anderen Auftritt, was auch Türen geöffnet hat. Und Zürich, ich war gestern noch bei den Kollegen, darf ich das sagen? Ja, bei ja. SRF war ich noch zum Kurzinterview gewesen. Und Zürich ist wirklich auch eine mega schöne Stadt. So, also mir kommt es so entschleunigt vor. Also so auch generell, wenn aktuell man wahrscheinlich mehr noch. Mehr denn je. Laufen sagen alle so. Nein, also es ist eine Überlegung wert. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Wer weiß, was die Zukunft. Was bringt die Zukunft? Wunschmäßig vielleicht oder geplant sogar? Also es steht jetzt demnächst noch was an, worüber ich jetzt leider noch nicht reden darf. Ich gebe dir frühzeitig Bescheid. Ja, das ist okay, ja. Ja, und dann jetzt erstmal so die Single weitestgehend promoten, auch nochmal den ein oder anderen Radiointerviewtermin in Deutschland dann wahrnehmen. Puh, Werner, dann hoffe ich, dass es auch baldestmöglich mit Auftritten wieder losgehen kann in Deutschland. Also dass da einige Lockerungen vonstatten gehen. Hoffen wir, ja. Und dass man, so wie gestern, in Kränchen Autokinokonzerte in Deutschland machen ja so einige, sind schön und gut. Nur dieses Live-Publikum, das kannst das du einfach nicht halt ersetzen. Was fehlt, so vor der Bühne steht, das ist unersetzbar. Dann hoffen wir, dass es weiterhin alles gut geht. Du und deine Lieben gesund bleiben. Das ja, du ist auch. Ganz wichtig. Und ihr auch. Danke vielmals, dass du vorbeigekommen bist und weiterhin alles Gute. Ja, Werner, ich danke dir, dass es geklappt hat. Bei dem Wetter, bei dem Panorama. Vielen, vielen Dank. Danke.